Und das ist Diesel, ne? Das ist ein Diesel. Das ist ein Diesel, jetzt, ja. Und das ist jetzt 5,9 Liter Diesel mit. Also ich finde den, also der Motor kommt mir persönlich im Prinzip nur noch von mir aus, weil wir waren jetzt immer wirklich auf den Nerven gefahren. Auch nachher unten. Und unten drin sind dann wirklich mit wenig Gas. Und schlupft er zu schnell aus der Spur raus, dann wäre er schon länger angeschwollen. Das Interessante ist ja, dass er das langsam kann. Mit der Geschwindigkeit sich dann noch rauszieht. Mehr. Und dann oben gerade das Lenkrad gerade gestellt und dann. Nach kommt jetzt so ein großes Loch da auf der Kuppe, da müssen wir versuchen ganz langsam da rein. Wir jetzt versuchen ganz langsam so weit zu fahren. Jetzt Lenkrad gerade und dann rutscht der runter. Aber da hilft heute das ABS auch nicht zu ausspielen, Leute. Redisch. In der Spur suchen da vielleicht easy neben raus und dann versuchen ganz wenig Gas zu fahren, sonst nicht schlecht da rein. So, versuchen mal rüber zu kommen. Das geht nicht mehr, das sollte man da oben. Ja, wenn er drauf ist, jetzt ganz wenig Gas. Jetzt kann man sagen, dass er jetzt hinten kommt. Gut, das ist ganz wenig Gas. Über die Kante, dass wir stand da stehen. Langsam, langsam. Dass wir sehen, ob unten frei ist. Okay, jetzt ganz langsam. Oder? Stand ist er natürlich gesehen. Das wird so langsam ins Loch einfach. Er hat halt eine deutlich längere Radstand. Und jetzt einfach mal angehalten, stehen geblieben und dann ist rausgefahren. Probieren. Und ganz wenig Gas nur. Und jetzt haben wir hier wirklich nur Lehm und nur eine normale Winterreifen. Ja, das muss man sagen, das ist eine sehr funktionierende Sache. Ja, ja, das funktioniert sehr gut. Ich bin kein Outdoor-Freak, aber das fasziniert mich, das Auto.
Zumal es ja eigentlich war.